Herzlich willkommen zurück zu Horizon Forbidden West auf der PlayStation 4. Ich habe mich nach Brennspeer begeben. Da ist eine Quest. Die gehen wir an. Ich bin euer Kellervater. Schön, dass ich wieder da bin. Aber bevor wir diese Quest angehen, schauen wir mal, was es hier denn so alles gibt. Wir werden natürlich hier mal etwas uns umsehen. Hier gibt es Jagdbedarf. Warum hat das jetzt gerade so geklungen, als würden wir zum Kampf ausgehen? Sehr selten. Yes. Gardejägerbogen. Todesröcheln-Kriegerbogen. Und ätzende Sprengschleuder. Da haben wir ätzend und Löschwasser. Leute, das ist ätzend und Löschwasser. Wir haben noch nie was mit Löschwasser gemacht. Vergleichen mit unserer Frostsprengschleuder. Super, wir haben eine Frostsprengschleuder. Na toll. Aber da haben wir ätzend, klebend Ding. Also das nehmen wir und das rüsten wir auch aus. Kaufen und ausrüsten. So, ätzend. Was haben wir gesagt? Ätzend. Brennend. Salbensprengschleuder. Sag mal, brennend und explodierend. Also nehmen wir statt der Salbensprengschleuder, würde ich sagen. Oder? War das die richtige Entscheidung? Ich weiß es nicht. Komm, wir handeln. Gibt's hier für uns irgendeinen... Da ist der Tisch. Okay, jetzt schauen wir nur ganz kurz unser Inventar durch. Schauen wir unsere neue Waffe an. So, wir haben... Wo ist sie denn? Hier. Die Sprengschleuder gegen die Salbensprengschleuder. Die Salben macht Explosions- und Feuerschaden. Hier haben wir... Oh, gar keinen Feuerschaden. Na, nett. Jetzt haben wir gar keinen Feuerschaden mehr. Das ist eher uncool. Der Berserker-Jägerbogen. Mann. Aber da haben wir ätzend und Löschwasser und da haben wir halt nur Spreng und Feuer. Aber wir haben sonst kein Feuer, aber dafür haben wir viel Spreng. Gut, nehmen wir viel Spreng. Okay, ätzende Sprengschleuder. Schauen wir mal, wie wir die verbessern auf dem Tisch. Wir müssen da echt langsam eine Kombi rausfinden, die für uns passt. So, Waffen-Upgrades, wunderbar. Oh, den Drehdorn-Stachelwerfer können wir jetzt nochmal aufdrehen. Ja, das ist natürlich nice. Ein neuer Spulenplatz. Alter, mein Reden ist schon wieder kaputt. So, ätzende Sprengschleuder. Fangen wir mal an. Cool, überspannen Schaden. Nice. Und da haben wir schon zu wenig Grünglanz, aber nur. Das ist gut. Und wir können auch den durchdringenden Scharfschussbogen, aber den brauchen wir zurzeit halt nicht. Munitionsherstellung. Hier werden wir ein bisschen was machen. Löschwasserbomben. Yes, endlich haben wir mal Löschwasserzeug. So, Schockpfeile. Fallenherstellung. Okay, passt. Das Ding ist halt, wir haben jetzt irgendwie, wir haben zwar eine... Oh, Frostsprengschleuder. Ätzende Sprengschleuder. Und statt der Frostsprengschleuder könnten wir unser Feuerding nehmen. Aber Frost und Feuer passt ja auch nicht zusammen. Kriegerbogen ist mit Blitz. Okay, schauen wir nochmal, was du für uns hast. Vielleicht hast du ja noch was für uns. Gardejägerbogen. Der kann ätzen. Todesröcheln. Der könnte feurig sein. Gut, dann schauen wir, was wir selbst haben. Denn wir haben ja nur eine Frostsprengschleuder. Was ist, wenn wir die frostige... Weil hier haben wir eine Frostsprengschleuder und die bringt fast gar nichts. Aber die Salbensprengschleuder ist schon cool. Die werden wir ausrüsten, Leute. Hier, statt dem Frost. Ist halt jetzt mal so.
So, und hier bei der ätzenden Sprengschleuder werden wir noch einen Platz belegen. Mit ganz viel Ätzung. Oder mit ganz viel Löschwasser, ich weiß es nicht. Nehmen wir ganz viel Ätzung, komm. Oh, der Blitzjäger. Ich habe einen Blitzjägerbogen. Den könnte man statt einen Blitzkriegerbogen benutzen, oder? Haben wir nicht? Hier. Schockkriegerbogen. 10, 20 und da haben wir 28, 141. Natürlich nehmen wir den Blitzjägerbogen. Und werden den auch verblitzend. Hoppla. Hier einstellen und dann auch ein paar. Tarnschaden plus 25%. Agilitätsschaden. Schock mal rein. Dann das auch noch. Was nehmen wir? Tarnschaden, komm. Spule wird bereits genutzt. Ach so. Agilitätsschaden, Zielgeschwindigkeit. Das ist vielleicht nicht schlecht. Waffe mit Spulen verbessert. Sag mal, haben wir das nicht sowieso schon mal gemacht? Ist ja egal. So, und die ganzen Waffen werden wir jetzt verklopfen. Die brauchen wir alle nicht mehr. Komm. Ich meine, ja, wir haben jetzt nichts Frostiges aktuell, gell? Wir haben blitzige Sachen, aber nichts mehr in Richtung Frost. Also sobald wir wieder in Richtung Frost kommen, sollten wir halt auch was in Richtung Frost machen. Aber dir verkaufe ich jetzt mal mein ganzes Billigzeug. Einfach, damit wir ein bisschen besser hier, genau, verkaufen. Den Kriegerbogen verkaufen. Den hier könnten wir auch verkaufen. Alles, was nicht ausgerüstet ist, wird jetzt mal verkauft. So. So, sehr gut. Outfits, auch hier werden wir mal die Nora Streiterin verkaufen. Dann werden wir das Utaru Flüsterin Outfit verkaufen. Dann werden wir das, dieses Jägerin, diese Jägergesalbte verkaufen. Das hier verkaufen. Mal das billige Zeug rauswerfen. Kann ich es nicht markieren? Ich kann es ja markieren. So. Und auch hier. Wir haben viel zu wenig Spulplätze, als dass wir die jemals verbrauchen würden. Ja, und auch hier können wir wieder total nette Dinge markieren. Diese Herzen sind echt nur gegen Metallscherben. Früher hat man die für Sachen benutzt, um was aufzubauen und so. Also Aufbauten für die Waffen zu bauen und so. Also Spulen, damit ich es rausbringe. Haupt-Upgrade-Rohstoffe. Und jetzt gibt es eine eigene Kategorie mit Upgrade-Rohstoffen. Das passt auch. Überhaupt kein Stress. Wir haben ja sowieso Geld ohne Ende hier. Gut, was ist das? Das ist der Schockjägerpfeil. Fortgeschrittener Schockjägerpfeil. Ja, das ist unterschiedlich. Teufel auch eins. Aber es ist mir zu laut. So, perfektestens. Da vorne gäbe es Streit. Da unten ist ein Kampfplatz. Da ist ein Näher. Da vorne ist auch was Unbekanntes. Schauen wir mal, ob es neben Näher was Unbekanntes gibt, was uns gefällt. So. Sprich. Sag, wir kriegen was Cooles. Sag, wir kriegen was Cooles. Yes, wir kriegen was Cooles. Utaru Drescherin. Tenak-Scharmützlerin. Oh, das schaut cool aus. 21, 35, 20, 21. Dafür rundherum Elementar. Freuden. Wir können beides benutzen. Das ist eigentlich ziemlich egal. Kämpferischen Bogenschützen ist gewohnt, ist Zornschmerz in tödliche Präzision zu kanalisieren. Ah ja, niedrige Gesundheit, Fernkampf, niedrige Gesundheit, Mut, Mutstoß, Meisterin, Konzentrationsregeneration.
Konzentration, Schwerlastträger und schwere Waffe. Plus Waffenausdauer, Ausweicher. Schwer zu sagen. Ich glaube, wir nehmen die Utaro. Mir gefallen die Utaro-Outfits schon sehr gut. Das ist auch... Ach, das ist fast mächtiger. Es muss ja auch fürs Auge sein, aber sie sind beide fürs Auge. Ach. Schlecht gegen Säure. Schlecht gegen Löschwasser. Ach Mann. Nehmen wir das. Komm, wir nehmen es einfach. Utaro Dröscherin, ausrüsten. Boom. Marta. Farka. Das sollte deine Beweglichkeit nicht behindern. Das hoffe ich mal. Es wäre halt eher ungünstig, wenn dem so ist. So, haben wir dann Färber? Oder was ist das? Färberin, Outfit. Aber die ist irgendwie unter uns, kann das sein? Ja, da ist er. Nein. Hier. Hi, Färberin. Färb mir mal mein Outfit ein. Ja, genau das hier. Ach, das ist so schön. Der gefällt mir am besten. Früher Herbst. Schaut das gleich was. Gleich was gleich. Dann haben wir mal das. Okay. Warum ist in der Wunde weniger Wasser? Ein Gesichtsbemaler. Mit diesen Rationen kommen wir kaum durch den Tag, Kommandantin. Vielleicht gibt es eine coole neue Bemalung. Das machen wir gleich mit. Wie heißt es hier? Brandlücke? Na, Brand. Sonnenbrand. Brandspeer. Brennspeer. Genau. Bestimmt behalten Sie das Wasser für sich selbst. Du hast eine Quest für uns? Wo ist denn jetzt der Nagler? Ja, spinn ich jetzt? Wo ist denn das? Das war doch genau da. Sag bitte nicht, dass du das bist, Tätowierer. Mann, ich will nicht mit dir reden. Noch nicht. Ich will mich mal bemalen lassen hier. Endlich habe ich genug Medaillen aus dem Jagdgebiet. Wo war das? Verdammt, wo war das? Da. Ah, das sind die. Verdammt, ich will jetzt nicht die Quest beginnen. Noch nicht. Okay, machen wir das später dann. Was Neues von deinem Vater? Verbessern wir mal schnell unsere Ausrüstung hier. Also unser neues Outfit. Oh, da kommt der Karo. Mein Hund ist gerade fertig geworden mit seinem Zeug. Oh. Der spaltende Scharfschussbogen, den können wir jetzt besser machen. Schaut er noch aus? Überspannen Schaden. Sehr gut. Und auch das hier. Viel schnellere Zielgeschwindigkeit für einen Scharfschussbogen, das ist nie schlecht. Das letzte ist natürlich zu viel verlangt. Aber macht ja nichts. So, Outfit Upgrades. Ja, da bekommen wir natürlich ein gutes Upgrade. Und fürs nächste Mal sicher zu wenig Grünglanz, oder? Ja, natürlich. Die Ansammlung bräuchten wir hier. Aber ist egal. Besser ist besser. So. So, was gibt's hier? Köche? Nein, Heilmittel, okay. Aber hier irgendwo gibt's auch einen Streit, oder? Mann, es ist so überfüllt hier alles. Ich sehe nicht mal, wo der Streit ist. Hat jemand Lust auf eine Partie Maschinenstreit? Ja, tatsächlich habe ich das. Möchtest du spielen? Streit im Brennspeer. Erstes Brett. Hey, wir haben ja ein... ja, wir können ja ein neues Set machen. Wir haben ja eine neue Figur. Also, Wühler ist schon mal nicht schlecht. Der ist einfach prinzipiell besser als... Der Gräber. Deshalb nehmen wir ihn auch.
Schütze, Sprinter, Ram, Ram, Ram. Flughorn, da haben wir's. Angriff, Grasland, nein, das war's nicht. Da, Sturzflugtyp. Besitzt keine bestimmte Fähigkeit. Aber ich weiß noch immer nicht, was Sturzflugtypen machen. Maschinenarten, da haben wir's. So, Hund, leg dich wieder hin, bitte. Greift immer die erste Maschine in ihrer Angriffsreichweite an und bewegt sich neben sie. Erhält plus 1 Kampfkraft auf allen Terrains und ignoriert alle Terrainstrafen. Geil. Nehmen wir mit. Hund, leg dich hin. Lass mich in Ruhe. So, was haben wir hier? Erhöhte Position, erhält plus 1 vom Berglandterrain. Okay. Ist auch ein Rammer. Das ist ein Galoppierer. Vom Grasland erhältst du halt mehr, gell? Vom Hügelterrain. So. Was ist eigentlich mit meinem Dornrücken? Sollen wir den mitnehmen? Den nehmen wir mit, komm. Nein, wir nehmen ihn diesmal nicht mit. So, wir nehmen 2 Schützen auf. Oder nur einen Schützen. Ich will den weghaben. So. Ein Schütze, ein sowas und starten. Schauen wir, ob das was wird. Möge der Kampf beginnen. Keine Fähigkeit. Super. Sturzflugtyp, da bin ich interessiert. Hügelland erhält der was, okay. Auch ein Hügler. Ein Schütze. Gut. Dann haben wir noch den Gräber, der nichts kann. Schätze, ich bin fertig. Gut. Und der noch. Schauen wir, was passiert. Halleluja. Direkt getötet. Das war's für das Ding. Was? Wieso konnte sie 3 Züge machen? Ist die dumm? Warte mal. Das bedeutet minus 1 für mich, ist aber okay. Pass auf, da passiert jetzt was. Und jetzt nochmal überladen. Boom. Runter vom Brett mit dir. Das ist gut. So, ich habe doch einen Schützen auch irgendwo, oder? Oh, der Schütze ist schon weg. Na toll. Keine Zeit für Tränen. So ist es. Einen besiege ich noch und das war's dann. Ich bin dran. Breitschl- und Ziehtyp. Raus mit dir. Da verliere ich ja mehr als er. So ein Scheiß. Wir sind jetzt ziemlich gleich auf. Okay, versuchen wir es mal. Wenn du überlädst, dann hast du gewonnen. Habe ich gewonnen? Mhm. Ja, hab ich. Hab ich. Los, ja. Noch eine Partie. Gemein. Komm. So ein Glück aber auch. Los geht's. So, Wühler-Nahkampftyp, keine Fähigkeit. Unser Sturzflügler.
Vom Hügelterrain. Dann haben wir nochmal einen Hügelteufel. Dann haben wir unseren Schützen. Und auch noch einen Gräber. Perfekt. Was soll ich machen? Wie kann der so weit? Ist der wahnsinnig? Ein mächtiger Schlag. Was? Wie ist denn das möglich plötzlich? So eine blöde Sau. Komm schon. Keine Zeit für Tränen. Ich mochte den Platz. Ist das so? Runde beenden. Ich wieder. Na dann los. Ein mächtiger Schlag. Aha, den bringt in Sicherheit. Schlecht für dich, mein Freund. Ganz schlecht für dich. Oder vielleicht auch nicht, verdammt. Rüstungstreffer. Ja. Eher schlecht, aber wie war's damit? Ich bin geschlagen. Gut gespielt, Freunde. Ja, gut. Gut ist was anderes. Aber cool. Das macht Freude. Zweites Brett. Erstes Set. Zeig mir, was du drauf hast. Der Wühler. Keine besondere Fähigkeit. Der Sturzflügler. Vom Hügelterrain. Dann auch ein Hügler. Dann haben wir noch einen Schützen. Einen Gräber. Das war's für mich. Hügel. Perfekt. Wenn wir diesen Schützen nach... Ich würde sagen, hier platzieren und fertig. Du bist dran. Okay, das passt. Und fertig. Ich bin dran. Pirsche. Runter wow. Vom Brett mit dir. Stark, starkes Ding. Letzte Rettung, Maschinenrüstung. Bin nicht sonderlich happy mit der Situation aktuell. Beenden, schauen wir, was passiert. Raus mit dir. Mhm. Wirklich? Mhm. Wirklich. Hey! So ein Rammtyp ist schon was. Das war's für das Ding. Okay, Runde beenden. Los geht's. Defensivposition, hä? Du
bist dran. Ist okay. Ist mein Sturzflügel noch da? Nicht wirklich. Keine besondere Fähigkeit, okay. Ich wieder. Na dann los. Schätze, ich bin fertig. Du bist fertig? Ich bin auch gleich fertig mit den Nerven. Fertig. Schauen wir, was sie macht. Raus mit dir. Meint sie, das war eine kluge Idee? Eventuell sogar wirklich. Keine Zeit für Tränen. So ist es. Oh. Und boom. Du hast mich geschlagen. Again. Auch gut. Es lief von Anfang an nicht. Das stimmt ja gar nicht. Das ist ja eine Lüge. So, drittes Brett. Geht schon ab. Erstes Set, drittes Brett. Das wird ein Spaß. Ich mag meine Sturzflügel seit neuestem sehr, sehr gerne. Ganz normaler, unmotivierter. Dann haben wir unseren Sturzflügler. Dann habe ich mein Lanzenhorn, der Rammer. Dann haben wir den Hügeler, dann brauchen wir noch einen Schützen. Den können wir hierher platzieren und den Gräber platzieren wir hierher. Ich wieder. Na dann los. Hey, was hast denn du da für einen Säureteufel? Du bist dran. Zeig mal, was das für einer ist. Brüllrücken. Alle Figuren in Angriffsreichweite. Eine Gesundheit. Graser. Vom Graslandterrain erhältst du wohl Zeug. Vom Hügelterrain, so. Keine besondere Fähigkeit, deshalb gehen wir dich hierher und fertig. Los geht's. Du musst. Ich muss, du bist. Am Typ. Sehr gut. Vom Brett mit dir. Du hast einen brüllrückischen Sprühangriff. Du zielst auf die Schwachstelle. Das respektiere ich. Tust du das? Das ist ja nett. Ich hätte das doch anders machen sollen. Komm, beenden. Ich weiß nicht, wie klug das war. Ein mächtiger Schlag. Das war's für mich. Wow. Angriff. Angriff. Es sieht gerade nicht allzu gut für mich aus, oder? Nee, das tut es nicht. Kann das Teil. Du bist dran. Was steht da? Erhält Kampfkraft bei einem Angriff vom Waldterrain. Okay. Und beenden. Was soll ich machen? Du musst jetzt mal vorrücken hier. Auch mit meinem Plünderer werden wir ein bisschen vorrücken.
Und fertig. Los geht's. Sie flüchtet ja nur mehr. Hey, wie gemein. Schätze, ich bin fertig. Habe ich noch einen Rammer irgendwo? Alter. Du bist ein Rammer. Hast mich zurückgedrängt. Was du nicht sagst. Das könnte funktionieren. Aber nicht gut. Nicht gut genug. Du bist ein Schütze. Ich überlade dich. Boom. Fertig. Offenbar hast du gewonnen. Yes. Hier. Das hier ist für dich, weil du mich auf allen Brettern besiegt hast. Bitte sag, es ist irgendeine Brüllrücken-Streitfigur. Yes. Sehr geil. Sehr geil. Brennspeer-Maschinenstreit. Abgeschlossen, eine neue Rüstung und vielleicht auch bald eine neue Gesichtsbemalung. Aber die muss etwas warten. Bis nach dem Cut.